Okay, ich muss jetzt mal gucken. Ich habe das ja versprochen, den besten Schnurrbartträger des Deutschen Bundestages, Hermann Otto Solms, zu finden. Wir gehen jetzt mal in Richtung seines Büros. Der ist zwar immer sehr viel unterwegs, aber vielleicht haben wir ja Glück. Jetzt hoffen wir mal, dass er da ist. Ich gehe mal kurz zu Solms rein. Ach, schade, nicht da. Wahrscheinlich auf einer Insel. Mann, 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 wo der Solms sich nur rumtreibt. Hier ist er auch nicht. Na gut, also Solms noch nicht gefunden. Wir suchen weiter. Machen wir mal ein anderes Thema. Wir sind hier bei den Dächern des Deutschen Bundestages. Und ich habe manchmal das Gefühl, das ist so wir hier oben und Otto Normalverbraucher. Das darf ich bei meinem Vornamen sagen, da unten. Das ist aber Quatsch. Demokratie funktioniert nur, wenn man sich nicht auf irgendeiner Höhe sieht, sondern wenn man miteinander kommuniziert. Und die Aufgabe, die wir als Abgeordnete haben, aber die ihr, die Sie auch haben, ist, diese Kommunikation zu ermöglichen. Das heißt, ich muss zuhören, das heißt aber auch, jeder von uns sollte sich in unserer Gesellschaft, in unserer Demokratie engagieren. Das kann er auch. Und ich würde mir wünschen, wenn mehr Leute sich einsetzen. Jetzt werden viele sagen, ja klar, der Fricke will doch nur, dass wir in die FDP gehen. Würde mich freuen. Aber darum geht es mir nicht. Ihr könnt auch, Sie können auch in andere Parteien gehen. Sie können sich aber auch in der Bürgerinitiative engagieren. Ihr könnt euch engagieren mit sozialen Projekten, bei der Tafel, bei der Flüchtlingshilfe. Es gibt so viele Möglichkeiten. Nur wenn wir das tun, wenn wir uns als Bürger engagieren, der Abgeordnete, wie derjenige, der an der Tafel die Dinge ausgibt, dann funktioniert unsere Demokratie. Alles andere ist nicht funktionabel. Denkt doch mal drüber nach. Denken Sie drüber nach, was wäre für Sie der Weg, wo kann ich mich engagieren für unsere Gesellschaft? Demokratie lebt vom Engagement. Übrigens nicht nur, wie jetzt hier gerade, vom schönen Wetterengagement, sondern auch, wenn es regnet oder schneit. Es kommt auf Sie an, auf euch. Engagiert euch, wo ihr könnt, in Parteien, an anderer Stelle. Und wenn es dann mal zu sehr regnet, sucht schnell den Notausgang. Mann, was man alles machen muss, um diesen Solms zu finden. Aber wie gesagt, denkt mal drüber nach. Ist Politik für euch etwas, wo man sagt, da ist der Staat, da bin ich, da ist der Staat, da bin ich? Und wo sind wir als Abgeordnete? Wir sind doch Vertreter der Bürger und wir sind nicht Vertreter des Staates. Aber wer weiß, macht euch eure eigenen Gedanken und ja, bis zum nächsten Mal, dann hoffentlich ohne Regen. Wenn mir jetzt noch mal einer sagt, ich wäre ein Schönwetterpolitiker, dem zeige ich diesen Film.